lange müssen wir denn noch warten, Johnny? Ja, ich will schwimmen. Augenblick, Sie kommen jeden Moment. Ich will auch mit zum Strand. Du gehst mit, Klaus, das habe ich dir doch erklärt. Du kriegst gleich von der Polizei ein Bändchen um den Knöchel. Henke hier macht es dir einfach wieder ab und du kommst mit uns mit. Ganz einfach. Ich dachte, Klaus müsste hinter Gitter. Wegen dieser Spannersache beim Tennisclub. Muss er auch, aber alle Zellen sind voll. Darum kriegt er Hausarrest. Hausarrest? Wo ist Opa eigentlich? Den habe ich heute Morgen schon ins Auto gesetzt, sonst vergisst man den so leicht. Genau wie das letzte Mal, als die Flut kam. Hallo, ist Klaus zu Hause? Was soll das denn wieder sein? Das ist ein elektronischer Sender, liebe Frau. Wissen Sie, eigentlich hätte Ihr Sohn 3 Monate lang ins Gefängnis gemusst, aber in Einverständnis mit Herrn van Koten hier darf er schön zu Hause bei seiner Mama bleiben. War das deine Idee, Werner? Ja, nicht. Bleibt dabei, dass eine Gefängnisstrafe im Falle von Klaus einen entgegengesetzten Effekt haben kann. Das derbe Gefängnisleben hat oft eine zerstörende Wirkung. Ja, auf den Kiefer oder den Nacken oder die Kniescheiben. Und nun kann Klaus in der vertrauten Umgebung seiner eigenen Familie über seine Fehler nachgrübeln, grübeln. Ja, er darf das Boot aufblasen. Wir gehen heute zum Strand. Tja, das geht natürlich nicht. Klaus hat Hausarrest. Er darf das Haus nicht verlassen. Also mir wurde nichts davon gesagt. Johnny? Tja, Klaus wird zu Hause bleiben müssen. Hausarrest ist Hausarrest. Ja, sehen Sie, diese Kontrollleuchte wird Ihren Sohn in den nächsten Wochen im Zaum halten. Lauf mal damit. Werden Sie ihn an die Kette legen oder so? Ach, wenn das mal so wäre. Nein, die packen die Kriminellen momentan lieber in Waffe. Wo es doch eh schon so heiß ist. Nee, ich erkläre es jetzt. Dieser Sender um dein Fußgelenk gibt Signale an dieses Kästchen. Klaus hat also vollständige Bewegungsfreiheit. Er kann durchs ganze Haus laufen. Ja, aber nicht mehr als 10 Meter von diesem Kästchen weg. Ach nein? Nein, denn dann hat er nur ein paar Sekunden Zeit, um schnell wieder zurückzugehen. Was ist sonst? Sonst bekommt er einen satten Stromschlag. Einen elektromagnetischen Kurzverweis. Gewissermaßen quasi gleichsam eine Warnung. Menschen vergessen gerne mal ihre Grenzen. Wollen wir mal demonstrieren? Nein! Ja, gern. Ich verstehe immer nur Bahnhof. Ja. Nein! Dann machen wir es halt so, dass der Pfiffi hier den ungehorsamen Spitzbuben spielt, hä? So. Sag mal, der Garten von euch, wie lang ist der? Ungefähr 20 Meter? Ja. Ja, schön. Ball, Ball, Balli! Acht, neun, zehn. 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Das war das. Deutlich so? Du hast also knapp 10 Sekunden, wenn du ins Schwimmbad pissen willst. Das Ding funktioniert gut. Ist er jetzt tot? Nein, liebe Frau, aber Sie sollten vielleicht in den kommenden Wochen das Hundefutter durch den Wolf trennen. Ach ja, das Band am Fußgelenk durchzuschneiden hat keinen Sinn. Das Kästchen im Gang steht in ständigem Kontakt mit der Polizeizentrale. Ein verdächtiges Signal und Ihr Sohn kann noch 3 Monate ins Gefängnis wandern. Ja, aber das mit dem elektrischen Schock, das war doch bisher nicht. Bis jetzt hatten Sie doch normale Bändchen, oder? Ja, das stimmt. Das ist ein neues Modell. Ach, das alte System war wertlos. Jeder Schwachkopf hat das aufgekriegt. Darum wollten Sie das Vorhaben auch stoppen. Aber ich habe mich weiterhin für Hausarrest eingesetzt. Also, dank meiner Anstrengungen kann Klaus jetzt einfach zu Hause bleiben. Na, schönen Dank, Werner. So habe ich ihn den ganzen Tag auf der Matte. Diese Dinger, haben Sie die nicht auch in rosa? Ich finde die so hässlich. Ja, Mädel, das Leben ist hart, aber ungerecht. In rosa. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass ihr heute zum Strand gehen wolltet. Vielleicht könntet ihr Klaus unterstützen und heute mal zu Hause bleiben. Ich denke mal drüber nach. Also dann, Werner. Danke, Werner. Quatscht er da? Wir sollen zu Hause bleiben, sicher nicht. Ich habe auch nur zu Werner gesagt, dass ich drüber nachdenken werde.
Also, ich habe drüber nachgedacht. Ja. Wir gehen trotzdem zum Strand. Oh. Hey, Henki, ihr wolltet mir doch das Bändchen da abnehmen. Du hast es gehört, Klaus. Das ist dein neues Modell. Es wird also nicht klappen. Oh. Pech für dich. Wir haben jetzt auch mehr Platz ohne Klaus und Whisky. Ist doch auch mal nett. Hey Klaus, tut mir leid, das nächste Mal bist du auch dabei. Schön aufs Haus aufpassen. Aber ich... Denk dran, Klaus, nicht mehr als 10 Meter. Johnny! Siehst du, ich wusste doch, dass sie mich nicht hier lassen wollen. Hey! Fauler Fischkopf! Na, du komischer Affe! Vorsicht, ihr da, denn sonst rufe ich Johnny! Oh, du meinst den Angeber im rosafarbenen Wagen? Der ist doch gerade die Straße runter. Er kommt gleich zurück. Wieso? Kommst du nicht alleine zurecht, hä? Hast du etwa Angst? Ja, der Typ hat eine Mordsangst, der hat gar keine Bällchen. Nein, wir aber. Los, fang! Yeah. Hey, was machst du denn da? Los, fahr doch! Dieser Motor, da ist ein Kontaktlocker oder so. Oh, schnell, weg, weg, weg! Nein, ein Kontaktlocker, meintest du? Du hast ihm einen tödlichen Stromschlag verpasst. Gut, wir müssen hier weg. Schnell, komm schon. Ja. Guten Tag, Junge. Herzlichen Glückwunsch. Ist deine Mutter zu Hause? Was? Nein, sind alle weg. Wir brauchen überhaupt nichts. Nein, das ist eine Überraschung. Wegen unserer beispiellos billigen Einkaufswoche haben wir eine Familie ausgelost, die 3 Minuten lang in unserem mobilen Einkaufszentrum, wo ein ausgebreitetes Sortiment an Lebensmitteln vorhanden ist, einkaufen darf. Ich sag doch, Ma ist nicht zu Hause. Aha, Sie wollen natürlich wissen, was wir so alles in petto haben. Kommen Sie doch mal mit. Der Notar hat aus einem großen Pokal einige Adressen gezogen. Und eine davon war offensichtlich Ihr. Der Notar hat die Verlosung selbst durchgeführt, sonst hätte ich es auch nicht geglaubt. Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber unser von Haus zu Haus Service besteht nun schon 10 Jahre. Ja, ja, 10 Jahre. Regen, Wind oder Sonnenschein, alle Ihre Einkäufe müssen bei Van Putten sein. Gut, dann kommt jetzt der Moment, auf den alle gewartet haben. Sind Sie bereit? Ich will lieber rein. Sie dürfen aufgrund unseres Jubiläums 3 Minuten einkaufen in unserem mobilen Einkaufszentrum. 3 Minuten.
Und alles, was Sie in 3 Minuten in Ihren Einkaufskorb stecken können, ist gratis für Sie. Ich habe nur noch ein paar Sekunden. Nein, Sie können 3 Minuten lang einkaufen und da können Sie massenhaft mitnehmen. Glauben Sie mir doch. Ich denke da nur an die fantastische tropische Krabbensuppe, die Panda-Bambussprossen oder den vorzüglichen japanischen Kirschsaft-Nektar. Sie dürfen das alles mitnehmen und Sie kriegen 3 Minuten Zeit. Gut. Sind Sie bereit? Dann fangen die 3 Minuten jetzt an. Ich bin sehr gespannt, was man in diesen Minuten mit... Sie durften! Ich hatte doch gesagt, 3 Minuten! Hallo! Hey, Van Putten, sieh mal, ein Päckchen Kaugummi. Der Kunde möchte also ganz deutlich nur ein Produkt. Ist das hier die Botschaft? Werden Sie sich jetzt spezialisieren auf Kaugummi und Süßigkeiten? Bedeutet das etwa, dass ein breites Sortiment bereits seit langem überholt ist? Johnny, wir hatten uns heute verabredet. Johnny ist weg. Komm rein. Hä? Er wusste doch, dass wir heute hingehen würden. Ich sollte auch meine Freundin mitbringen. Oh. Wir wollten zum FKK-Strand gehen. Ich hatte so eine Lust drauf. Ich weiß was. Wir werden deinen Bruder schön eifersüchtig machen. Komm mit. Cindy, Johnny ist wieder nicht zu Hause, also nehmen wir seinen Bruder mit. Okay. Kommst du jetzt? Das ist Cindy. Sie liebt Massagen und du darfst sie eincremen. Ich kann nicht mit. Wieso nicht? Hast du eine seltene Krankheit? Nein, oder so? Ich habe Arrest. Sieh mal. Ich kann einfach nicht. Ich will ja gerne, aber ich darf es nicht. Er hat wohl Angst vor Mädchen. Nein, nein, nicht weggehen. Bleibt hier. Wir haben da hinten einen Garten mit einem Schwimmbad. Da können wir es auch machen. Oh, bitte bleib doch. Hallo, ich bin Art. Das ist mein Kumpel Raymond. Wir wollen zu Johnny. Johnny ist weg. Sie sind alle am Strand und wir brauchen überhaupt nichts. Ho, 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 damit gebe ich mich nicht zufrieden. Ich habe nun wirklich lang genug gewartet. Johnny ist uns noch viel schuldig. Was denn? Blumenvasen, verstanden? Er schuldet mir so viel Geld, dass mir schlecht wird davon. Jedes Mal hat dieser Witzbold eine andere Ausrede, aber ich will jetzt Geld sehen. Wir haben kein Geld. Warte. Verstehst du dich eigentlich gut mit Johnny? Ja, Johnny ist mein großer Bruder. Wir haben immer viel Spaß. Prima. Also er würde es sehr schlimm finden, wenn du nicht mehr da wärst. Sehr schlimm? Da würde er nicht drüber hinwegkommen. Wie viel, denkst du, hat er für dich übrig? Wie meinst du das? Oh. Du kommst jetzt mit. Johnny soll zahlen, sonst schicken wir dich in appetitlichen Stückchen zurück. Nein, nein, nein. Hey, halt mal still. Nein, nein, Hilfe. Ah. Oh. Hilfe! Kommst du freiwillig mit? Nein! Ui, ist gerade noch gut gegangen. Das nächste Mal, da fängst du dir eine. Du hättest mich doch vor seinem Bruder warnen können. Sagtest du nicht, das wäre ein Weichei? Leck mich doch. Thank you.
Ja, jemand anderen die Schuld geben, hä? Nein, du hast diese Vase kaputt gemacht. Stinkmorschel. Was ist das denn wieder? Was hast du da? Hey, das ist doch nicht... Oh, Scheiße! Whisky! Hier bleiben! Pfannkuchen. Was? Die Polizeizentrale? Entfischt? Nein, das glaube ich nicht. Klaus würde nie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach so weggelaufen ist. Nein! Fotos, das sind unsere Enkel. Naja, dann hättest du sie eben nicht in solche silbernen Rahmen stecken müssen. Selber schuld. Hey. Habt ihr auch schon so eins? Gut, das war's dann eigentlich schon. Ich verabschiede mich. Und danke fürs Auto ausleihen. Mistdieb! Aber Jan wird dich finden, denn er weiß jetzt, wie du aussiehst. Mhm. Oh, ist das so? Whisky! 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 Whisky? Na, verpiss dich, Trunkenbold! Scheiße! Der hat... Er hat all unsere schönen Rahmen mitgenommen! Das ist aber ein mutiger Junge, hast du das gesehen? Er hat ihn sofort verfolgt, ruf die Polizei! Was? Du hast dein Telefon bei dir? Warum hast du denn nicht gleich telefoniert? Also,
Das war doch nicht schwer, hä? Ein grüner Wagen mit einem jungen Mann auf dem Dach. So war's doch ganz einfach. Hey, hallo. Du kannst wieder runterkommen, ja? Ach, es ist unser entlaufener Spitzbube. Wär's doch immer so einfach. Junge, Junge. Allmächtiger, das ist aber eine Riesenstrecke vom Strand aus, Johnny. Ja, aber wer hatte denn diese völlig verrückte Idee, das Auto auf dem Weideland zu parken? Das war ein toller Platz, da stand niemand. Nein, aber da stand auch ein Schild. Ja, Vorsicht, läuft bei Flut voll Wasser. Lach nur, ich kann die ganze Woche wieder der belgischen Küstenwache hinterher telefonieren, ob irgendwo ein rosafarbener Wagen angespült wurde. Hey, wo ist Opa eigentlich? Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, saß er hinten auf dem Auto. Hört mal gut zu. Ich sollte mich um das Strandzelt kümmern und ihr solltet für den Rest sorgen. Warum müssen wir auch für alles sorgen? Ich dachte, ich habe meinen Tag frei. Aber ein Glück, Johnny. Und das wäre? Wir haben die Reifen heute Morgen extra aufgepumpt. Schön, dann kann ich mit Schweden telefonieren. Johnny, Gaze! Hey, Werner, was macht Klaus hier? Ich habe gute Neuigkeiten. Während er weg war, hat Klaus eigenhändig einen Einbruch vereitelt und die Festnahme von einem gefährlichen Schurken ermöglicht. Darum wurde er freigesprochen. Er hat keinen Hausarrest mehr. So, Wachtmeister gespielt, Klaus. Ach, ich bin so froh, dass ihr wieder zurück seid. Ich will nie wieder allein zu Hause bleiben. Na, vorläufig gehen wir auch nirgends mehr hin. Soll ich Schleppen helfen? Nein, Klaus, das geht schon. Du darfst das Auto holen, das haben wir am Strand vergessen mitzunehmen. Was? Ich darf das Auto fahren? Wo steht es? Nicht zu verpassen. Gleich vorne am Strand. Dem Kehrgeruch nach. Das ist sehr kollegial von dir, Johnny. Du kannst sehr stolz auf deinen Bruder sein. Ja, das bin ich auch. Vor allem, wenn er es schafft, die Karre zu finden.